21. März. Trauer über die verlorenen Seelen. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, Vers 37. Jesus hatte wirklich ein Anliegen für den Einzelnen. Er berief Philippus, Matthäus sowie Petrus und Andreas mit den Worten »Folge mir« zum Glauben. In Johannes 4 trifft er eine Frau am Brunnen und führt sie zur Errettung. In Lukas 19 begegnet er dem Zöllner Zachäus und führt ihn zur Buße und zum Glauben. In Johannes 3 unterrichtet er Nikodemus über die Dinge der Wiedergeburt. In Markus 10 findet der blinde Bartimäus zum Glauben an Jesus. In Markus 5 heilt Jesus den von Dämonen besessenen Gerasener. Und in Lukas 23 wird uns von der kurzen, aber sehr entscheidenden Begegnung mit dem Übeltäter am Kreuz berichtet. Kurz bevor Jesus seinen Geist Gott übergab, rettete er diesen Übeltäter noch aus den ewigen Flammen der Hölle. Verse 40 bis 43. Jesu Herz war sehr betrübt über die verlorenen Menschen dieser Welt. Johannes 5, Vers 40 gewährt uns einen Blick in sein Herz. »Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.« Diese Worte sollten nachdenklich stimmen. Ist dein Herz ergriffen von diesen Worten der Liebe und des Mitgefühls?